Willkommen zurück, mein Freund. Ich weiß, deine Erinnerung ist verblasst. 8 Jahre sind eine lange Zeit. Viel ist geschehen. Der Krieg ist vorbei. Doch seine Folgen waren verheerend. Die Konvokation hat das Antlitz unserer Welt zerschmettert. Ich habe seither versucht zu erhalten, was von dieser Welt noch übrig ist. Aber jetzt spüre ich, wie die Zeit naht. Der Kreis schließt sich. Und diese Lande brauchen einen Beschützer. Mit dir soll die Macht der Rune noch einmal erwachen. Doch diesmal sollst du nicht der Sklave des Willens eines anderen sein. Diese Rune ist die Geißel, an die deine Seele geschmiedet wurde. Trage sie nun selbst und sei Herr deiner Entscheidungen. Ich bin frei. Meister Rohn, der Orden schickt mich mit wichtiger Botschaft. Etwas geschieht am Wildlandpass. Kreaturen aus schwarzem Stahl, sie brechen in die Nordlande ein. Die Eisernen sind gekommen. So hat es also begonnen. Ihr müsst sofort aufbrechen. In der Tat. Ich werde Darius aufsuchen. Du, mein Freund, solltest zuerst deine Kräfte sammeln und dich ausrüsten. Folge dem Boten in die Stadt Graufurt. Sprich dort mit meinem Freund Sartarius. Er wird dich einweisen. Er gehört zum Orden des Erwachens. Viel Glück. Wir sehen uns, wenn ich zurückkehre, Freund. Einweisen die Psychiatrie, Herr Götter. Er hat tatsächlich einen Runenkrieger gerufen. Ich erinnere mich kaum. Wie gelange ich in diese Stadt, Graufurt? Folgt dem Weg durch die Felsen. Ich werde euch begleiten. Aber lasst uns vorsichtig sein. Die Berggoblins sind in Aufruhr. Den hau ich auf die Schnauze. So, hier habe ich meinen Test gemacht tatsächlich. Der Herr Bote. Bote. Bisschen Strom erzeugen. So, ich habe bloß einen Test gemacht, wie hin und her laufen. Das lief soweit flüssig. Ich hoffe, das läuft auch alles soweit flüssig. Und dann kann ich jetzt endlich mal richtig anfangen zu spielen. Runenkrieger. Wir können ja auch Runenkrieger herrufen. Sind so lange an dem Willen desjenigen gebunden, der die Rune trägt, bis er sie weitergibt an den Nächsten. Oder er sie dem Runenkrieger gibt. Wenn er Runenkrieger seine Rune erhält, ist er Herr seiner selbst. Dann kann er selber Entscheidungen treffen und so wie wir jetzt halt. Dieses Gebäude haben wir gerade schon mal im Intro gesehen. Oh, das ist eine Spinne. Die werden wir gleich zu Spinnenklein verarbeiten. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. +20 Geschicklichkeit +4, das hier gefällt mir besser. Oh mein Gott, sieht diese Kappe scheiße aus. Ich brauche einen neuen Helm. Halt, den muss man kaputt machen. Gegen was? Das ist bloß ein Käfer. Okay, sind relativ große Käfer, wohlgemerkt. Ehrlich gesagt, mit so einer Spinne würde ich mich auch nur ungern anlegen im echten Leben. Wir kriegen so wenigstens schon mal die erste wichtige Erfahrung, denn Leveln ist das A und O. Das, was er gerade gesagt hat, wusste ich auch nicht mehr. Dass Gegner, gegen die man öfter kämpft, immer weniger Erfahrung bringen, das hatte ich echt nicht mehr im Kopf. Ist aber eigentlich logisch. Aoniers Licht, seid willkommen in den Nordreichen. Was ist das hier für ein Ort? Dies ist der Schattenpass. Er führt durch die Berge zu unserer Hauptstadt Graufurt, dem Sitz des Hauses Wulfgar. Wie gelange ich nach Graufurt? Folgt einfach diesem Weg. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Aber haltet die Augen offen. Dieses Land wird nicht umsonst der Schattenpass genannt. Solltet ihr in Schwierigkeiten geraten, dann flüchtet euch hierher. Euer Leben werden wir zu verteidigen wissen. Wahrscheinlich würden wir dem später in den Arsch treten, aber jetzt aktuell hätten wir wahrscheinlich nicht mal einen Hauch einer Chance. Der sieht sehr, sehr gefährlich aus. Und wenn wir uns Schlaffi da mal anschauen, mit unserer Hühnerbrust,
haben wir wohl kaum eine Chance, dem irgendwas entgegenzubieten. Entgegenzusetzen. Runenkrieger, zu mir! Du bist der Runenkrieger, du hast niemanden sonst. Das hier ist sehr, sehr wichtig, das ist für eine Quest wichtig. Die Linien müssen halten. Muss man aber erstmal wissen, dass das wichtig ist. Also, es ist einfach nur ein Grab für mich. Es gibt so ein paar Stellen, die habe ich nie geschafft, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. Beziehungsweise habe ich die Sachen nicht gefunden. Die haben mir schön alles eingewebt. Wer weiß, wie viele Händler jetzt schon gestorben sind durch die. Normalerweise ist es doch so, dass man auch Gold kriegt, wenn man Gegner tötet. Okay, bei denen noch nicht. Aber wenn man Orks und sowas tötet, kriegt man tatsächlich Gold für das Töten der Gegner. Gerade sagen, willst du nicht mehr zuschlagen? Der Bote hat ganz schön Mumm, oder? Ich frage mich, ob der auch sterben kann. Ah, oh, ich wollte gerade sagen, haut er jetzt ab. Oh, ich bin ein bisschen verletzt, ich muss wegrennen. Ah. Ist der Alte aufgebrochen? Wie ihr es vorausgesagt habt, Herr. Er wird sich zum Wildlandpass begeben. Gut. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Von dort wird er nicht mehr zurückkehren. Was geschieht mit dem Runensklaven, Herr? Töte ihn. Und übergib anschließend diese Schatulle den Anführern der Schwarzen Faust. Sie enthält die Pläne für die Invasion. Aber Herr, ich kann diesen Runenkrieger nicht besiegen. Ich bin nur ein Bote, kein Kämpfer. Ich habe vollstes Vertrauen zu dir. Töte ihn. Dann bring die Schatulle zur Schwarzen Faust. Ich werde dich fürstlich belohnen. Herr! Wer ist der Typ da hinten? Wohl an denn. Stirb, Runensklave. Das ist ein Hinterhalt. Schlaf dem Scheiß. Das war wirklich mein Hinterhalt. Schön, dass du nur zugeschaut hast. Was ist hier geschehen? Verrat! Ich muss auf dem schnellsten Weg nach Graufurt. Berggoblins haben den Weg dorthin blockiert. Sie errichten bereits ein Lager. Es gibt hier ein Runenmonument ganz in der Nähe. Beschwört dort eine Armee. Nur so wird euch der Durchbruch nach Graufurt gelingen. Ich muss zuerst diesen Verräter durchsuchen. Die Schatulle muss auf dem schnellsten Weg zum Orden gebracht werden. Alles schon getan. Oh, schön, ein Schild. Das lasse ich mir sehr gern gefallen. Nein. Liebige Magieart. Ja, das werden wir noch hinkriegen. Das ist mit dem nächsten Level ab. Man kann viele Sachen übrigens auch anders lösen als vorgesehen. Das Problem ist, wenn man die anders löst als vorgesehen, bleiben die in eurem Questbuch hängen. Und ihr kriegt sie nie wieder weg. Das ist echt blöd. Wir haben jetzt ordentlich Erfahrung gekriegt, dafür, dass wir diesen Boten getötet haben. Wir sollten noch mehr Unschuldige töten. Oder noch mehr Leute. Ausbauen kann man sich hier schön, das ist gut. Was gibt's hier unten? Eine kleine Hütte. Ja, der Rune. Auf geht's. Hier ist noch ein Grab.
Die werden auch auf der Karte nicht angezeigt. Das schaffe ich doch alleine. Ach richtig, die wird hier immer unten angezeigt. Der Name, das habe ich ganz vergessen. Das kostet uns immer 3 an Beschwörung. Strauchdieb! Jetzt klauen die schon Sträucher. Aber mit dem müsste ich noch fertig werden. Runenkrieger, zu mir! Später werden das werden die Tagediebe. Dann fangen sie an, Tage zu klauen. Aber der ist schon eine kleine Herausforderung für uns. Wir werden angegriffen. Ja? Okay, fangen wir an mit der Holzfällerhütte. Zu Diensten. Habe verstanden. Hier bin ich. Bin unterwegs. Und wenn das fertig ist, dann... Gebäude wurde errichtet. Das ist ein Problem. Die rennen durch. Die sollten wir aufhalten, weil die... Was, wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Da. Nee. Ach, regnet's? Ich sehe den Gegner gar nicht. Regnet's? Keine Ahnung. Ah, da. Okay. Hier bin ich. Ach, da brauche ich erstmal Stein, okay. Warum brauche ich einen Stein? Brauche ich einen Stein? Ist auch egal. Frag mal nicht nach. Brauche ich auch Steine, um eine Mine zu bauen? Das ist ein Hinterhalt. Wir sind wie Götter. So, was hat das eigentlich für eine Waffe? 2 bis 4? 2 bis 4, es ist genau die gleiche Waffe. Okay. Wir können leveln. Neue Fähigkeit. Und zwar hätte ich gern schwarze Magie. Warte mal. Oder wartet mal, wir warten mal noch damit. Wie kommt man die? Okay, das will ich lernen. Was? Darf ich das nicht? Ich darf keine Nekromantie lernen, warum nicht? Was ist das für ein Blödsinn? Ach, wir warten noch ein bisschen, bis wir bessere Sachen finden. Ah, als Augengläser. Okay. Wie steht's denn hier eigentlich? Zu Diensten. Ich sollte gleich mal ein bisschen hier aufpassen, was ich tue. Arbeit. Hier bin ich. Wird sofort erledigt. Was wünscht ihr? Auf geht's. Verfügt über mich. Ärmel hoch und los. Verfügt über mich. Dort entlang. So, hier haben wir hier bin 5 ich. Stück. Ihr könnt eine Mine bauen. Warte mal, wo war denn das Eisen? Da war das Eisen. Herr der Rune? Jagdhaus. Da brauchst du noch mehr Stein. Dann würde ich sagen, wir bauen erstmal das Jagdhaus. Irgendwo hier hin. Schon dabei. So. Wo ist denn dieser blöde Goblin? Ganz unauffällig schaut er sich alles an. Hier bin ich. Bin unterwegs. Okay, da müssen wir das Haupthaus bauen. Was wünscht ihr? Dann auf dem Scheiß.
Hier bin ich. Auf geht's. Es klingt, als wenn man eine Gans erwürgt. Oder wenn man gegen Donald kämpfen würde. Die sind echt ein Problem. Wie viel Leben habe ich denn? Zu wenig. Ein Zauber von denen, wenn er erwischt, uns erwischt, kostet uns ganze 20 Lebenspunkte. Die Felsenwerfer sind echt gemein. Vor allem am Anfang. Später nicht mehr. Später denk ich mir immer, was soll's. Aber jetzt am Anfang, wenn sie gegen einen kämpfen, ist nicht ohne. Gebäude wurde errichtet. Ja, der Hohle. Ich glaube, er hat sich gerade verteidigt. Wir hatten, glaube ich, noch ein bisschen Glück. Zu Diensten. Herr der Rune? So, was darf ich jetzt noch bauen? Noch nichts weiter, was? Ärmel hoch und los. Hier bin ich, schon dabei. Da muss ich die Sachen erst noch lernen anscheinend. Ich dachte, das habe ich aus dem Anfang mitgenommen, aber habe ich mich wohl geirrt? Stein brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr. Ja, was soll's. Ja, das geht echt gut. Gebäude wurde errichtet. Dann kann ich langsam anfangen mit denen. Und zwar sammeln wir uns hier. Was brauchen die? Holz und wenig Eisen. Das ist schon tatsächlich relativ wichtig, dass er das baut. Ich würde mal sagen, wir bauen gleich noch eine Schmiede. Ärmel hoch und los! Und gerade am Anfang ist man relativ schnell unterlegen. Ein bisschen Holz hätte ich gern noch. Gebäude wurde errichtet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Naja, ich als einziger Nahkämpfer ist auch nicht unbedingt so toll. Wenn ich ehrlich bin. Müssen wir es halt so lösen. Also ich komme ein bisschen vorwärts. Das bringt mir herzlich wenig, wenn ich jetzt schneller ausbilden kann eigentlich. Komisch, hier sind überall keine Fische drin. Wahrscheinlich haben die Goblins alles weggefressen. Schämen sollten sie sich. Achso, wir haben schon maximale Anzahl an Kriegern. Okay. Dann bin ich halt primär mit Speeren unterwegs, ist doch egal. Die haben auch eine Lederrüstung. Auf mein Kommando, vorwärts! Folgt mir. 11 Leute sind schon mal ein bisschen gefährlicher vorwärts. Als ein Einzelner. Schnell! Vor allem den Armbrustpfeilen kann man halt nicht ausweichen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, aber... Da kommen wir auch später noch dazu. Vorwärts. Es wären schon 2. In die Schlacht. Die suchen jetzt natürlich langsam ihre Freunde. Zur Ehre, zu mir. Zum Angriff. Sie schlagen zu. Sie sind blöd. Vorsicht, sie sind hier! Und los! Dum, 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 dum. Was ist das? Zauber einfrieren! Ist bestimmt ganz lustig, aber... Eis ist nicht das, auf was ich setzen werde. Mir nach. Ich werde ein gefährlicher Nekromant. Goblin-Beulenmacher, ist Folgt auch toll. Mir. Ich habe vom Beutelmacher gelesen. Sowas wie der verrückte Hutmacher. Aber die machen eher Hüte aus unserer Haut, schätze ich mal. Folgt mir. Gebt das Zeichen. Verstärkt die Verteidigung. Die Linie
Schützen halten! Erwarte Befehle! Kein Kontakt! Das ist ein Hinterhalt! Ja, Attacke? Ich soll mal lieber die Leute auf Abstand halten, ehrlich gesagt. Oh, ich darf nicht klauen. Wie schade. Kein Kontakt! Auf mein Zeichen. Ja, habt ihr das gesehen? Das ist schon ein bisschen gefährlicher. Ja. In die Schlacht! So, aber wenn wir jetzt schon mal anfangen, die Gebäude zu zerstören, ist es eigentlich schon so ziemlich zu Ende. Angelkeule. Klingt sehr toll. Ach ne, die hier war es. Die hier war noch wichtig. Die Höhle. So, gerade am Anfang sollte man immer wieder nach der Ausrüstung schauen. Weiße Magie am Arsch. Bleibt standhaft! Auf mein Kommando. Verstärkt die Verteidigung. Schlagen die erstmal wieder mit den Armbrüsten zu. Nicht schön, aber selten. Für die Freiheit sind auf Feinde gestoßen. Verstärkt die Verteidigung. Jawohl. Mein Gott, wenn der Laser mal drauf geht, ist es halt so. Ja, ich kann nichts verhindern. Ah, wenn die im Roten sind, wie man sieht. Auf mein Zeichen. In die Schlacht. Einsatzbereit. Sind sie verkrüppelt und laufen sehr, sehr langsam. In die Schlacht. Das bleibt auch so lange, sozusagen sie im Roten sind. Dann geht es ihnen sehr schlecht. Ihr übrigens auch. Das gilt es zu beachten, wenn ihr fliehen wollt. Wenn ihr im Roten seid, braucht ihr nicht mehr fliehen, dann kommt ihr nicht mehr weg. Ach, schmieden. Kämpfen können sie immer noch, aber laufen ist nicht mehr so gut. Hier. Schlag mal erst mit der Schmiede kaputt. Bereit. Bereit für den Kampf. Ja. Zum Angriff. Ich glaube, ich hole mir erstmal noch ein paar mehr Leute. Weil ich wusste, das ist nicht unbedingt toll. Obwohl ich sagen muss, dass die... Naja, es sind noch viel, viel mehr Gegner. Hier. Ich muss vielleicht erstmal meine Leute heilen lassen. Jetzt verpufft dieser Punkt. Ja, folgt mir. Ja, das ist ein Problem. Die heilen sich zwar, aber es heilen sich sehr langsam. Ah ja, setzt den Weg nach Osten fort, das kriegt man hin. Herr der Rune? Ach, ich wollte gerade sagen, wieso schießen die auf ein Reh, aber ja. So. Und noch ein davon. Ich hätte gern mehr Fernkämpfer. Was wünscht ihr? Oh, kann sein, dass es wirklich schneller geht so. Eisen hält auch noch ein bisschen. Stein brauche ich hier für die eigentlich jetzt gar nicht. Es gibt ein Volk, was sehr, sehr viel Stein braucht. Nicht nur für die Einheiten. Und deshalb habe ich bei dem Volk, wenn ich das wähle, nie genug Stein. Also es sind die Trolle. Habe ich, immer wenn ich irgendwie Trolle spiele, immer Steinprobleme. Ach, ich glaube, der passt auf unser Monument auf. Gerade am Anfang ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da jemanden hat. Gebt das Zeichen. Alles klar. Bereit. Sind schon welche gestorben eigentlich? Ne, sind noch 11. Auf mein Zeichen. Da wäre Heilmagie leicht nicht schlecht, aber ich glaube, ich habe keinen einzigen Zauber, oder? Den habe ich vergessen zu nehmen. Ich vergesse immer, dass man die noch ausrüsten muss. Ich bin ein sehr großer Freund von diesem Berserker-Skill. Bereit. Bereit für den Kampf. Habe ich denn kein Nahrungslager? Ach, das habe ich noch gar nicht, stimmt's? Zu Diensten.
Ach, das erpeilt er sich auch nicht. Ich bin ja blöde. Auf mein Zeichen. Okay, dann muss er halt weiter rumkrepeln. Kann ich jetzt nicht ändern. Folgt mir. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum wird er denn nicht geheilt? Aber dann habe ich dieses Gebäude noch gar nicht. Es ist ein wichtiges Gebäude. Das merkt man jetzt gerade. Höhlenorg. In die Schlacht. Jawohl, alles klar. Ich krieg das jetzt nicht. Welchen Kampf, hä? Komisch. Verstärkt die Verteidigung! Folgt mir! Der krepelt sich immer noch dadurch. Den sollten wir aufhalten. Schlacht. Nahrungslager, ich hätte das gern. Zum Angriff. Greif lieber meinen Helden an. Erwarte Befehle. Auf mein Kommando. Wildschweinzucht, die werden wir später aufkriegen. Bei einem anderen Volk aber. Auch unendlich Nahrung. Und los. Sehr angenehm. Zum Angriff. Also dieses Gebäude mag ich wirklich sehr gern, wo man Nahrung ohne Ende produzieren kann, da kann man auch ein paar mehr davon machen, auch wenn man es meistens nicht braucht. Bis zu einem bestimmten Punkt braucht man eigentlich Nahrung und danach, schnell. Ja, wird es einfach nur immer mehr. Wenn ich sagen muss, bei den Rohstoffen für Einheiten kann man eigentlich nie genug haben, man weiß ja nie, wenn die Einheiten mal wirklich draufgehen. Folgt mir. Sie brennen alles nieder! Wo sind die Wachen? Helfen uns bei der Verteidigung, schnell! Oder wir sind verloren! Ich überlege noch. Schnell! Ja, hat er ja gerade gesagt, und schnell. Und los! Oh, da könnte man auch hinter. Aber später erst. Und los! Folgt mir! Ich glaube, die Bauern gehen drauf. So schnell kann ich denen gar nicht helfen. Schnell. Schlag zurück. Bleib standhaft. Okay, Bauern sind alle tot. Verstärkt die Verteidigung. Sie schlagen zu. Ah, Lemuel lebt noch, schön. Und Tombard. Geh mal schnell hier hinter. Kranker Einsiedler. Ah ne, mit dem kann ich nicht reden. Mir nach. Und los. Ey, lauf doch nicht weg. Läuft der denn die Feinde? Nee. Danke. Ohne euch hätte es finster für uns ausgesehen. Die Wachleute können was erleben, diese Saufköpfe. Nehmt dies als Entlohnung. Und bitte entschuldigt die anderen. Die Leute haben etwas Angst vor euch. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Auf dem Weg nach Graufurt. Oh, bis Graufurt ist es nicht mehr weit. Folgt einfach dem Weg den Berg hinauf. Gute Reise. Rubinring der Magie klingt doch ganz gut. Wir sollten auf jeden Fall alles mitnehmen, was wir irgendwie in die Finger kriegen. Hier ist das verlorene Atlantis anscheinend. Das ist so verdammt lang her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich frage mich nur. Ich meine, wir haben ja wirklich wenig Wachen, außer in Graufurt. Das werden wir dann sehen, da stehen ein paar rum. Vorwärts. Die Wachen haben es auch richtig drauf. Aber warum säubern die hier nicht einfach alles? Sofort.
Mir nach.